Willkommen zu einem neuen Waffenreview auf Panel für Timo. Und heute geht es um die Remington 870. Gut, kommen wir nun direkt zum Aussehen, würde ich sagen. Aussehen. Okay, mag ich persönlich nicht so gerne. Ich finde, die sieht hier irgendwie so ein bisschen klein geraten aus. Also, wenn man jetzt das mal mit der Remington Knife vergleicht, wo ich ebenfalls ein Review hochgeladen habe, finde ich, sieht die hier sehr viel kleiner aus als die Remington Knife, obwohl es ja eigentlich sozusagen dieselben Waffen sind, nur halt, dass die Remington Knife halt noch so ein Bajonett vorne dran hat. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber naja. Was ich dafür sehr mag, sind die Animationen, also der Switch und der Reload. Und der Schuss, also die Animationen sind echt gut gelungen, seht ihr ja im Verlauf des Videos des Öfteren. Ja, zu Power. Power bei der Remington ist One-Hit Headshot, also 100 Damage, 1 bis 4 Treffer auf dem Körper, 100 bis 30 Schaden auf die Füße, machen wir 2 bis 50 Treffer, also denn auf die Nähe machen wir 66 Damage und auf größere Entfernung auf die Füße machen wir bis runter zu einem Damage. Also da die Power auf Distanz ist nicht ganz so gut, das ist aber bei jeder Shotgun so. Was man sagen muss, die Accuracy von der Remington ist ziemlich gut, also Recoil und Accuracy beides ist ziemlich gut. Wir wissen ja, dass die Remington eine sehr, sehr präzise Shotgun ist. Das haben wir schon im Remington Knife Review gesehen. Das sehen wir jetzt hier nochmal. Also ihr müsst mal darauf achten, wie ich auf größere Distanzen teilweise Headshots verpasse. Also das heißt, die ist sehr genau. Also deswegen ist die Accuracy gut. Und das Recoil ist auch ziemlich gut, weil es halt sehr stark gebündelt ist. Also der Spray, der ist sehr stark gebündelt. Gut, das geht eher zum Gewicht. Die Remington ist eine sehr leichte Shotgun. Also das ist mal sehr gut geworden. Also da ist man ziemlich schnell, also gibt es viel schwerere auf jeden Fall. Kommen wir nun zur Munition. Wir haben auch hier 7 zu 28 Schuss, insgesamt 5 Magazine, entspricht insgesamt 35 Schuss, das sollte eigentlich auf jeden Fall ausreichen. Also der Schuss kann man eigentlich gar nicht sagen, sondern es sind ja Hülsen, also Hülsen. In den Hülsen sind ja mehrere Schuss drin. Okay, also das ist eigentlich kein Problem. Reload beträgt 1,1 Sekunden pro Kugel. Und der ganze Reload beträgt dann am Ende 4,6 Sekunden, bis wir das einmal komplett durchgeladen haben. Im Magazin haben wir in 4,85 Sekunden leer gesprayt, also wenn wir drauf schießen. Und die Firing Rate beträgt 1,237 Schuss die Sekunde. Okay, hier seht ihr nochmal, da hat so ein Typ, der hatte dasselbe Spray-Logo wie ich, also was ich halt als Greenscreen ersetzt habe, und hat er einmal hier richtig schön gesprayt und dann war die ganze Map voll mit dem Greenscreen. Naja, also seht ihr jetzt öfter drin nochmal. Ja, Preis, wie bekommen wir sie? Für Coupons, und zwar brauchen wir 50 Coupons, dann haben wir sie für 30 Tage. Und ja, dafür hat man damals die permanente Combat Axe bekommen. Die wurde somit jetzt entfernt und das ärgert sehr viele Leute. Dann nochmal ein dickes Dankeschön an FlickCF, der seinen Account zum Review benutzen durfte. Er macht ebenfalls Crossfire-Videos. Schaut mal bei ihm vorbei. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Abonniert mich weiter. Crossfire-Videos. Bye, bye.